Emma, warum spielen wir beiden eigentlich immer alleine? Du hast doch auch noch Geschwister, die vielleicht auch noch mitspielen könnten. Aber Julian und Hannah, die möchten meistens nicht mit mir spielen. Ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Emma. Du bist doch so ein nettes Mädchen. Ich kann sie gerne fragen, aber ich weiß jetzt schon, dass sie Nein sagen werden. Julian, Oh, Pia, du bist sowas von flauschig, aber eins gefällt mir bei dir nicht. Dein Name. Ich nenne dich ab sofort Knuddeli Knuddeli du. Julian, du musst mal hier an der Seite streicheln. Da hat sie auch ganz, ganz weiches Hm, Fell. Das stimmt, fühlt sich stimmt. richtig schön an. Oh, warum kommt ihr denn nicht? Ich hab euch gerufen. Was macht ihr denn da? Emma, wir sind gerade beschäftigt. Was willst du denn? Kommt doch mal mit in mein Zimmer. Na Na gut, gut, aber was willst du okay. denn zeigen? Hoffentlich ist es was Gutes. Also, wir wollten euch was fragen, wir beide. Wie wir? Ich sehe nur dich, Emma. Wen meinst du? Na, meine Puppe und ich, wir wollten euch fragen, ob ihr nicht Lust habt, gemeinsam mit uns zu spielen. Mutter, Vater, Kind zum Beispiel. Das wäre doch toll. Oh, nö. Oh, ich hab doch gesagt, dass sie nicht mit uns spielen wollen. Ich hab dich schon so oft gefragt. Hannah sagt manchmal ja und Julian sagt eigentlich immer nein. Das ist ja blöd. Vielleicht wollen ja deine Eltern mitspielen, Mutter, Vater, Kind. Mama, Papa? Ja, Liebes. Was gibt's denn? Ich wollte euch was fragen, und zwar, ob ihr mit mir was spielen wollt. Ein Spiel. Was denn für ein Spiel? Brettspiel oder irgendein Actionspiel? Was möchtest du denn spielen? Ich wollte fragen, ob ihr mit mir Mutter, Vater, Kind spielen wollt. Ach, Emmalein, das brauchen wir doch nicht spielen. Wir sind doch schon deine Eltern, also Mutter und Vater, und du bist das Kind. Ach so, ja, stimmt. Aber ihr könnt ja die Kinder sein und wir sind die Eltern. Also Julian und Hannah machen da bestimmt auch mit. Wir sind die Eltern und ihr seid die Kinder. Oh, will sie das jetzt wirklich durchziehen? Das kann ja was werden. Ja, endlich. Endlich habe ich das Tablet mal für mich. Jetzt kann ich mir all meine Minecraft-Videos anschauen und andere Spiele. Martin, es ist gleich Schlafenszeit. Nur noch 5 Minuten. Dann kommt das Tablet aber weg für Ach, heute. Mama. Ach, Mama, das machst du immer wieder. Weißt du das? Ich habe das Tablet jetzt ein paar Sekunden in der Hand gehabt und schon sagst du, ich muss ins Bett. Also, Martin? du warst doch auch schon mal ein Kind. Also, es gibt gleich erstmal Abendbrot, aber dann nach dem Abendbrot gibt's nicht nochmal das Spiel. Oh Mann, oh Mann, worauf habe ich mich nur eingelassen? Das ist ja mega ätzend hier. Aber das gibt es doch nicht. Ich liebe diesen Song. Den habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Claudia, also das ist keine Zimmerlautstärke. Mach die Musik bitte leiser. Junge Dame, so haben wir dich aber nicht erzogen. Na, 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 na. Oh, tut mir leid, entschuldigt. Ich wollte euch nicht stören. Und hast du deine Hausaufgaben überhaupt gemacht, Claudia? Bestimmt wieder nicht. Ich habe keine Ja. Lust, wieder mit den Lehrern zu reden, damit das klar ist, ne? Ach, Und beim nächsten Papa. Elternsprechtag gibt's bestimmt wieder Ärger, wie ich dich kenne. Und gleich gibt's Abendbrot. Ach, schade. Ich kann das Lied noch nicht mal zu Ende hören und auch gar nicht laut machen. Und jetzt geht's gleich schon ins Bett? Es ist doch noch total früh. Ach, Martin, ich bin echt mal gespannt, was es jetzt zum Abendessen gibt. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Weißt du, was ich jetzt richtig Hunger habe? Nee, was Auf denn? so einen Lachs oder Hummer oder. Oh, Lachs und Hummer? ja, oder vielleicht so ein toller Burger. Vielleicht haben das die Kinder ja hinbekommen. Ich Oder ich glaube, meine unsere Eltern. davon kannst du dich auf jeden Fall Meinst verabschieden. du? Kinder, ich meine Mama und Papa, was gibt's denn heute zu essen? Ja, was habt ihr denn für uns vorbereitet? Na, das, was Mama und Papas hier bei uns am liebsten essen. Cornflakes! Genau! Kann ich immer essen, jeden Tag. Cornflakes zum Abendessen, habe ich mir schon fast irgendwie gedacht. Aber zumindest gibt es keine Süßigkeiten zum Abendessen. Ach, heute werden wir es noch überstehen, aber morgen ist auf jeden Fall Schluss mit diesem Spiel. So, Martin, mein Spatz, jetzt geht's aber ins Bett Ja, für dich. ist ja gut, aber ist es nicht ein bisschen zu früh? Also hier in dieses Bett, Mama, aber da passe ich doch niemals rein. Oh, doch. Glaub nicht, dass du schon groß bist, Martin. Du musst noch wachsen, deswegen musst du auch noch viel schlafen. Und jetzt rein in die Falle. Also ein bisschen tut das schon Ach, weh. das geht schon, Martin. Gute Nacht. Mama hat dich Ja, lieb. danke. Ach, Mama und Papa, das Bett ist wirklich ein bisschen zu Ah, klein für mich. papalapap, papalapap. Nee, 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 das Bett ist perfekt. Ich wünsche jetzt eine gute Nacht. Gute Nacht und träum was Schönes. Wo die Kinder jetzt im Bett sind, was machen wir denn jetzt? Ich hab's, das ist klar wie Kloßbrühe. Wir werden die ganze Nacht Fernsehen gucken, alles was wir wollen und uns vollstopfen mit Süßigkeiten. Oh Mann, bis wir Bauchschmerzen haben!